Im Hohen Dom zu Augsburg feierte die Solidargemeinschaft Augsburg am Erntedanksonntag den offiziellen Auftakt für Augsburg und sein Umland. Den ökumenischen Gottesdienst besuchten zahlreiche Bürger, Gäste aus dem Netzwerk Unserland, zu dem Augsburg zählt, und natürlich die Mitglieder der Solidargemeinschaft. Erde, Wasser, Luft und Energie wurden als Grundlage allen Lebens in Predigt, Fürbitten und Gebet gewürdigt. Für alle, die in der Landwirtschaft tätig sind, für alle, denen es wir verdanken, dass unsere Fische reichhaltig und mit gesunder Nahrung bedeckt sind. Der Landfrauenchor Augsburg umrahmte ihn mit seinem feierlichen Gesang. Die von den Augsburger Erzeugern mitgebrachten Lebensmittel erhielten den Segen der Kirche. In seiner Ansprache nach dem ökumenischen Gottesdienst dankte der Sprecher der Solidargemeinschaft Augsburg, Dr. Hans-Peter Sänger, allen Helfern und erläuterte Grund und Ziel des gemeinsamen Einsatzes. Nach der Messe wurden die Augsburgerinnen und Augsburger auf dem Domvorplatz von den Erzeugern und den Mitgliedern der Solidargemeinschaft erwartet. Vertreter der Stadt Augsburg und des Landkreises übermittelten Grüße zum Auftakt. Die Stadt Augsburg, der Stadtrat und unser Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel freuen sich mit Ihnen über den gelungenen Start des Regionallabels Augsburg-Land. Wie kann man Menschen den Wert regionaler Lebensmittelkreisläufe deutlich machen? Diese Frage stellten sich vor mittlerweile 15 Jahren eine Gruppe Engagierter aus der katholischen Erwachsenenbildung in Fürstenfeldbruck, dem Brucker Land, wo alles seinen Anfang nahm. Die Antwort lag auf der Hand. Die idealistische Idee lebt vom gemeinsamen Handeln und einer gezielten Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Anschließend erfuhren die Bürgerinnen und Bürger im direkten Gespräch vieles über die Arbeit der Solidargemeinschaft Augsburg.